Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema ITIL 4, Hands-on. Also wir haben ja so eine Webinarreihe aufgesetzt, um mal so ein bisschen tiefer in ITIL 4 einzusteigen und auch so ein bisschen praktische Bezüge herzustellen. Also nicht nur auch dieses, nicht nur reines Buch-Know-how oder Buch-Content wiederzuspiegeln. Und heute schauen wir mal in die ITIL 4 Practices. Wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen zu gucken, was sind die Practices überhaupt? Warum hat man die eingeführt? Aber dann auch tatsächlich mal durch die 34 Practices so im Überflug drüber zu gehen. Um was geht es darin? Wo finde ich denn auch in ITIL 3 zum Beispiel äquivalentes Content? Also wo kommt das auch so ein bisschen her? Was ist die Historie oder was ist auch komplett neu? Und was kann man so ein bisschen davon erwarten? Mein Name ist Markus Bause. Ich bin Geschäftsführer bei der Serview und darf Sie heute durch dieses Webinar führen. Organisatorisch, wie immer, wird dieses Webinar aufgezeichnet. Sie werden es spätestens heute Abend auch in unserem YouTube-Kanal dann wiederfinden. Und die Folien, die ich für dieses Webinar vorbereitet habe, können Sie sich runterladen im Bereich Unterlagen. Also einfach draufklicken, dann kriegen Sie die Folie runtergeladen. Falls das irgendwie nicht klappen sollte, hier oben sehen Sie meine E-Mail-Adresse markus.bause@serview.de. Dann einfach mir eine E-Mail schicken oder in das Chat-Tool reintippern, dass Sie die Folien gerne haben wollen und dass der Download nicht geklappt hat. Dann schicke ich Ihnen die auch natürlich als PDF zu. Chat-Tool ist gutes oder Fragentool ist guter Stichpunkt. Falls Sie Fragen haben, einfach auch in dieses Fragentool reintippen. Ich werde zwischendurch immer mal reingucken. Ist immer ein bisschen schwierig zu präsentieren und gleichzeitig Fragen im Auge zu behalten. Ich werde zwischendurch immer mal reinschauen und gucken, dass ich die Fragen dann beantworte. Fragen, zu denen wir nicht mehr kommen sollten, beantworte ich aber auf jeden Fall im Nachgang dann per E-Mail. Prima. Ich würde sagen, so vom Ablauf dürfte es das gewesen sein. Ist ja auch nichts Neues. Und dann legen wir mal los und überlegen uns, gucken mal rein, was denn ITIL so mit den Practices vorhat und welche wir denn darin so finden. Prima. Wenn man sich die Entwicklung anschaut von ITIL V3, der letzten Version, zu ITIL 4, gibt es ja letztendlich erstmal eine Änderung im Ordnungsrahmen, ne? Man wechselt von dem klassischen ITIL V3 Lifecycle-Ansatz. Ne, das kennen Sie vielleicht noch. So waren ja auch die Bücher strukturiert und man sagte, man hatte fünf Lifecycle-Phasen: Strategy, Design, Transition, Operations und CSI. Und in den Büchern waren dann auch die Prozesse und Funktionen beschrieben. Diese waren aber mehr oder weniger, ich sag mal, das wirkte zumindest so, diesen Lifecycle-Phasen fest zugeordnet, was der ganzen Sache eine gewisse Statik gegeben hat, die man, im Nachhinein in der Umsetzung und in der Adaption von ITIL doch häufig eher zu Prozesssilos geführt hat, was man da eigentlich nicht wollte, weil man die Silos, die Prozesse sollen ja über eine Matrix-Organisation dafür sorgen, dass die verschiedenen Fachbereiche effizienter zusammenarbeiten im Sinne der Serviceerbringung. Und ja, in vielen der Praxis ist es so geworden, man hat dann schön isolierte Prozesse eingeführt, also ein bisschen Instant Problem Change Config. Und dann passierte irgendwie ein Wunder und die arbeiten zusammen, damit irgendwie Hidden Services bei rauskommen. Also ein Integrationsinstrument für diese Prozesse fehlte. Auch so von der Philosophie her, weil ITIL natürlich wenn man noch weiter in die Historie reinschaut, aus V2, aus dieser Prozesswelt kam, ist es so, dass man auch in der Philosophie ganz häufig Prozessmanager hatte, die dann so, na, wo Prozesse und Prozesseinhaltung das primäre Ziel waren. So nach dem Motto, wenn ich den Prozess einhalte, wird alles gut. Das führt aber dann auch wieder dazu, dass man dann eher vielleicht solche Organisationen hat, wo man sagt, naja, in meinem Incident Management, alle Tickets stehen auf gelöst, aber trotzdem können die Kunden nicht arbeiten. Ne? Also das ist so, oder alle Systeme melden einzeln für sich genommen, ja, hier ist noch alles gut. Aber im Zusammenspiel kommt der Service beim Kunden nicht an. Oder solche netten Effekte mit, heute ist das Endgerät ausgefallen, morgen ist das Rechenzentrum ausgefallen, übermorgen fällt das Netzwerk aus und am letzten Tag noch, was weiß ich, die Datenbank. Jeder IT-Bereich für sich meldet in seinen SLAs, alles supi, wir haben unsere Ziele eingehalten und der User konnte 4 Tage lang hintereinander nicht arbeiten.
Also das ist genau diese Orientierung an dem, wofür machen wir das eigentlich, das ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Um dort mehr Flexibilität und mehr, ja, auch Beweglichkeit, Agilität reinzukriegen, um mehr Fokussierung reinzubekommen, auch um die Möglichkeit zu geben, Bürokratie abzubauen, die Sache also schlanker aufzusetzen, ist man in ITIL 4 hingegangen und hat gesagt, man führt dieses Service-Value-System ein. Das heißt, ich habe eine ganz klare Fokussierung, dass ich sage, der Demand wird über Value Chains, das heißt über Wertschöpfungsketten, das ist ja eine Aneinanderreihung von wertschöpfenden Aktivitäten, durchgeführt, um dann am Ende des Tages einen wertschöpfenden Service dem Kunden zu bringen. Und wenn der Kunde den dann auch noch einsetzt, dann entsteht Wertschöpfung daraus. Die Practices, die wir jetzt haben, ersetzen in Anführungszeichen nicht wirklich die Prozesse, sondern als Practice, dieser Begriff wird ein bisschen weiter gefasst. Was wir jetzt hier auf dem Bild ja sehen, ist im Prinzip die Value Chain, die man in verschiedene Aktivitätsbereiche eingeteilt hat. Und die Practices werden jetzt nicht mehr einzelnen Bereichen wie früher den Lifecycle-Phasen zugeordnet, sondern Practices sind letztendlich ein Satz von organisatorischen Fähigkeiten, die eine Organisation haben muss, damit sie diese Value Streams sauber abbilden und auch leben kann. Also man kann das so ausdrücken, dass man sagt, ITIL 4 beschreibt jetzt anstelle von 26 Prozessen 34 Practices als zusammengehörige organisatorische Fähigkeiten oder Ressourcen. Und diese sind darauf ausgelegt, ganz bestimmte Aufgaben erledigen zu können, damit der saubere Fluss durch die Organisation gewährleistet ist. Also zum Beispiel eine Anforderung, was jeder in der Organisation hat, ist immer dieses Klassikerbeispiel des Onboarding. Also ein neuer Mitarbeiter kommt in die Organisation oder ein bestehender Mitarbeiter bekommt neue Aufgaben. Was muss dafür alles passieren? Das würde ja dann heißen, ich habe den Bedarf, diesen neuen Mitarbeiter ans Arbeit zu kriegen, weil nur erst dann, wenn er wirklich in seiner Funktion auch arbeitet, ist er am Ende des Tages ja wertschöpfend. Das heißt, ich muss ihn alle IT-Services, die er dafür braucht, ob das ein Endgerät ist, ob das Office ist, ob das Zugriffe sind, ob das was auch immer, muss ich also an den Start bringen zu dem richtigen Zeitpunkt. Und dafür brauche ich verschiedenste Fähigkeiten, verschiedenste Managementstrukturen. Ich brauche Freigaben, ich brauche Investitionen in zum Beispiel Infrastruktur. Ich brauche aber auch ablaufende Prozesse, wie zum Beispiel das Vergeben von Rechten, das Ausliefern eines PCs oder eines Endgerätes, das Erstellen des Accounts im Active Directory und, was man sich da alles so als Beispiele ausdecken kann. Es müssen Informationen, Tools und Technologien zum Einsatz kommen. Ja, sieht man hier so ein bisschen. Und, naja, sagen wir, wenn externe Partner im Einsatz sind, ich kriege dieses Gerät vielleicht vom Bechtle ausgeliefert, ne, als ein Beispiel, ne, oder das Active Directory wird vielleicht woanders gepflegt oder der Mitarbeiter ist vielleicht sogar von einer externen Organisation. Kommen also auch noch Partner und Supplier ins Spiel. Und die Frage ist jetzt, die ich mir nicht stellen muss, wie muss ich jeden einzelnen Prozess aufstellen? Weil wenn jeder einzelne Prozess das für sich betrachtet, führt das häufig zu einer Überbürokratisierung dieses einzelnen Prozesses und er versucht sich immer so drauf einzustellen, jegliches mögliche Szenario abbilden zu können. Sondern es geht darum, sich zu überlegen, wie muss dieser Durchfluss, dieser Flow hier perfekt aussehen, damit ich dann die Practices, meine Aktivitäten, meine Fähigkeiten, meine Prozesse, meine Funktionen, dass ich die genau so aufstellen kann, so schlank und mit so wenig Struktur wie möglich, damit das optimal durchlaufen kann. Ohne Unterbrechungen, ohne Rücksprünge, ohne Fragestellungen, am besten sogar hochautomatisiert. Das ist das, worum es geht. Und deswegen hat man so ein bisschen diese Denkweise verändert von diesen Prozessen hin zu den Practices. Das heißt aber nicht, dass es diese Prozesse nicht mehr gibt, um Gottes Willen. Wir müssen auch in der Zukunft oder auch in der ITIL 4-Welt entstören, Veränderungen durchführen, Rollouts oder Deployments machen und so weiter. Dokumentieren, Konfigurationsmanagement. Also wir sehen, das gibt es alles noch. Wir müssen es sogar noch optimaler machen und ausgerichtet. Aber die Zielsetzung muss sein, nicht ein Incident-Management zu haben, das einer Buchtreue eitel folgt, weil Buchtreue war noch nie ein Qualitätskriterium, sondern ein Incident-Management oder ein Problem, ein Change oder was auch immer wir an Prozessen brauchen, das meine Flows, meine Arbeitsabläufe, meine Anforderungen optimal unterstützt. So, es geht immer darum, unsere User ans Arbeiten zu bringen. Ja. In der eitel, wenn man sich die Practices anschaut, findet man auch die meiste Hinweise, wo man sieht auch das meiste, wo ITIL herkommt. Also jetzt sind ganz, ganz viele
Das sind die Wurzeln von IT-V3 in IT-4 am deutlichsten sichtbar. Das werden wir auch gleich sehen, wenn wir die Practices mal so ein bisschen durchgehen. Wir werden auch sehen, dass einige Practices neu sind, beziehungsweise vielleicht in IT-V3 schon an anderen Stellen beschrieben waren, aber nicht so als Fähigkeit. Ganz viele sind aber auch schon als Prozess in V3 oder als Funktionen bekannt geworden, also bekannt oder vorhanden. Das heißt also, die V3-Prozesse sind nicht ganz verschwunden. Und außerdem geben die IT-Autoren bei ITIL oder die ITIL-Autoren bei ITIL 4 an, dass die durchaus auch noch gültig sind. Also auch ITIL V3 ist noch gültig. Das werden wir auch sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir darüber nachdenke, wie muss denn mein optimaler Incident-Management-Prozess aussehen, könnte ich auch durchaus mir auch noch das ITIL V3 Service Operations Buch nehmen und werde ganz, ganz viele sehr, sehr gute Inputs finden. Aber es fehlt häufig dann so ein bisschen diese Hinweise, Agilität, Geschwindigkeit, neue Methoden, vielleicht auch aktuelle Beispiele. Man könnte auch umgekehrt sagen, ITIL ist also damit durchaus abwärtskompatibel. Was auch noch ganz wichtig ist, ist, das war bei V3 eigentlich auch so, dass ITIL 4 keine bestimmten Prozesse vorgibt. Also nur weil die jetzt 34 Practices definieren, heißt das noch lange nicht, dass sie 34 Practices implementieren müssen, sondern nur die Practices in dem Ausmaß, die für sie relevant sind. Das gibt also ihnen mehr Freiheiten, das zu machen. Manchmal könnte man da auch umgekehrt sagen, ist natürlich auch ein bisschen weniger konkret, was man machen muss dabei. Aber letztendlich ist ganz wichtig, und da gibt es ja diese Guiding Principles, und da ist eins, was ganz, ganz essentiell ist, nämlich diese Practices, wenn man sie aufbaut, immer so einfach und praktikabel wie irgendwie möglich hinzukriegen. Also gucken wir mal rein in die Practices. In der Literatur werden die in drei Bereiche ja, strukturiert. Das soll keine feste Kategorisierung sein, aber einfach so, dass man das ein bisschen, ja, ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Wir haben einmal allgemeine Management Practices. Das ist so, was für die Organisation im generischen Breiten gilt. Dann haben wir die klassischen Service Management Practices. Das sind viele, die man aus ITIL so auch schon kennt. Und wir haben technische Practices. Kennt man den V3 auch schon ein bisschen? Das hatte man so ein bisschen in den Funktionen Technical und Application Management. Ist jetzt ein bisschen besser beschrieben und auch an die, sagen wir mal, aktuellen Herausforderungen, die wir in den Organisationen haben, auch entsprechend angepasst. Gut, dann würde ich sagen, guck mal rein. Also ich habe es Ihnen das ein bisschen in einer Tabelle mal versucht, so ein bisschen aufzuarbeiten, welche Practices es gibt, wo man Entsprechungen in ITIL V3 findet und dann immer noch mal so ein paar Kommentare dazu. Ja? Gehen Sie einfach mal so jetzt der Reihe nach durch. Sind alphabetisch. Die allgemeinen Practices. Die erste, die wir hier haben, ist Architecture Management. Jetzt kann man ja sagen, naja, wenn Sie mehr Agilität hinkriegen wollen, werden Sie das mit den Prozessen alleine nicht hinkriegen. Also wenn Sie einen Zoo haben an Hardware, wenn Sie einen Zoo haben an Infrastruktur, wenn Sie total hysterisch gewachsene, heterogene Umgebungen haben, da ist natürlich Standardisierung ein ganz wesentlicher Faktor für Kooperation, Zusammenarbeit, Kollaboration, dass Systeme integriert sind. Das gilt für Daten, das gilt für Informationen, das gilt für Hardware, das gilt für Applikationen. Also eine gute und intelligente Softwarearchitektur ist natürlich extremst wichtig. Da gibt es in ITIL V3 keinen entsprechenden Prozess für, aber es gab schon eine Einführung in das Thema Enterprise Architecture im Strategy Buch. Also wir sehen, das war in ITIL V3 auch schon da, aber natürlich nicht, bei weitem nicht so vordergründig. Jetzt definiert ITIL dafür eine Practice, heißt, das ist eine Fähigkeit, die man noch haben muss. Ganz schön, hier kommt eine Frage, ist dies noch ITIL? Der Auftrag geht zu Engagement, danach zu Demand Management, dann zu Portfolio und so weiter. Das ist schon richtig so, wo fängt jetzt ITIL an und fängt ITIL auf? Ne? Man sieht hier bei den allgemeinen Practices ganz viel, dass ITIL das auch letztendlich gar nicht im Endeffekt wirklich beschreibt. Also wenn Sie jetzt die Aufgabe haben, ein Architekturmanagement oder eine Enterprise-Architektur einzuführen, werden Sie mit den ITIL-Büchern alleine mit Sicherheit nicht glücklich. Genauso wie bei Security oder bei Knowledge Management oder bei Projektmanagement. Aber wir müssen diese Verzahnung mit dem Service Management hinkriegen. Also so gesehen kann man das vielleicht auch eher sehen, als dass ITIL sich dort positioniert und die Schnittstellen definiert. Continual Improvement haben wir in ITIL natürlich gehabt als Phase im Bereich CSI.
Da die fünfte Phase im Lifecycle-Ansatz ist immer schon so gewesen, dass man, das war eigentlich gar keine eigene Phase, ne, sondern es sollte man sollte eingebettet werden in die entsprechenden anderen Aktivitäten. Es gab auch schon immer in allen oder in vielen Prozessen beschriebene Aktivitäten, die so CSI-Aktivitäten waren, wie zum Beispiel der Post-Implementation Review im Change Management, also eine ganz klassische Verbesserungsaktivität. Der äquivalente Prozess, könnte man sagen, ist der Seventh Step im Improvement-Prozess. Auch solche Dinge wie in IPv4 spricht jetzt von einem Continual Improvement Register. In IPv3 war das das CSI-Register. Also man sieht schon, dass man dort einiges wiederfindet. Es kommen jetzt natürlich noch ganz viele Dinge dazu, wie man sie zum Beispiel auf Scrum hat, ne, so mit Retrospektiven, mit Reviews und durch diese mehr geforderte inkrementelle Arbeitsweise führt es das dazu, dass Continual Improvement in kürzeren Iterationen gemacht wird. Weil letztendlich ein guter Deming-Cycle, den man regelmäßig macht, würde auch noch funktionieren. Man hat ihn halt nur leider in der Vergangenheit leider nicht genug oder häufig genug gemacht. Security Management hatte man in IPv3 auch schon. Da gab es auch das Information Security Management. Wir hatten aber noch einen zusätzlichen Prozess, das Access Management. Da ging es um, wie schaffe ich, dass die Zugriffe zu richtigen Zeitpunkt bereitstehen, beziehungsweise Zugriffe auch weggenommen werden, wenn man die nicht mehr braucht. Das ist jetzt in IPv4 in dem Information Security Management zusammengefasst worden. Ja. Also ein eigener Prozess für Access Management ist in IPv3 so nicht mehr vorgesehen. Knowledge Management gab es die beiden auch, war ein Prozess in Service Transition bei V3, hat sich also als Practice nicht viel geändert, da gibt es keine wesentlichen Unterschiede. Measurement und Reporting gab es in IPv3 nicht als eigenen Prozess. Also IPv3 definierte das mehr so, dass das Ermitteln von Kennzahlen, das Erstellen von Berichten, das Messen und Reporting wichtige Aktivitäten sind und die wurden dann zum Beispiel im Service Level Management beschrieben. Oder im Verbesserungsprozess mit so 7 Schritten. Aber es gab keinen eigenen Prozess dafür. Die ISO 20.000 zum Beispiel forderte das schon immer, dass man einen eigenen Prozess hat für Measurement und Reporting und dementsprechend das hier als Practice zu beschreiben, macht schon durchaus Sinn. Organizational Change Management als eigene Practice gab es in IPv3 auch nicht. Man hat gerade in der Publikation Service Transition gab es doch schon einiges, wo man, da wurde so ein bisschen diese Kotter war da beschrieben und die Gründe für Widerstand, Stakeholder Management. Also da gab es schon so für die Transition, hatte man das so mal als ein Kapitel aufgearbeitet. Aber es ist ja nicht nur in der Transition so, dass ich das brauche. Also daher macht es schon Sinn, das hier als Practice zu beschreiben. Aber es ist letztendlich weniger ein Prozess, der hier beschrieben ist, sondern mehr eine Sammlung von Management-Techniken und Kompetenzen, die man braucht. Und dieses Organizational Change Management, also ganz nicht verwechseln mit dem Change Enablement, stellt halt den Menschen in den Mittelpunkt und befasst sich halt ganz stark mit diesen organisatorischen Aspekten. Das kommt auch noch mit rein, weil wir in IPv4 jetzt diese 4 Dimensionen des Service Managements haben. Dort ist ja unter anderem auch das Thema Menschenorganisation. Und das ist ganz cool, weil in den Practices-Beschreibungen ist es so, dass die Dimensionen immer in Relation gestellt werden zu jeder einzelnen Practice. Also die Dimensionen sind ja die Value Streams, so Prozesse, Organisationen und Menschen, Supplier und Dienstleister und Tools und Informationen. Das heißt also, wir haben das immer wieder als ganzheitlichen Ansatz in jeder Practice mitbeschrieben und welche Relationen sind dargestellt und auf was muss man da entsprechend achten. Nichtsdestotrotz ist Organizational Change Management eine eigene Practice. Portfolio Management ist ein bisschen weiter gefasst, bezieht sich auf alle möglichen Arten von Portfolios wie man haben kann, also zum Beispiel Service-Portfolio, ein Projektportfolio, Kundenportfolio und so weiter. Das war in IPv3 ein bisschen aufgeteilt auf Service-Portfolio-Management, das aber sehr stark fokussiert war nur auf diese Art, auf das Portfolio letztendlich, bis es in einen operativen Service übergegangen ist. Und das Business Relationship Management, da war jetzt nämlich das Kundenportfolio abgelegt. Das hat man jetzt hier so ein bisschen zusammengeführt oder entzerrt, könnte man sagen. Projektmanagement wird deutlich allgemeiner verstanden. Ist ja so,
gab es in IPv3 eigentlich nur in der Transition und Planning Support. Also das hat man schon immer sehr projektmäßig verstanden, weil eine Transition eines neuen oder geänderten Services mache ich ja hoffentlich nur einmal, nicht dauernd. Das heißt also, das war schon immer irgendwo auch ein Projektgedanke dahinter. Da sagt man aber, ich brauche Projekte vielleicht auch in anderen Bereichen, zum Beispiel um Organisationsveränderungen durchzuführen oder vielleicht auch im Operations, je nachdem, wie ich Projekte definiere. Man hat hier also viel Bezug auch zu den Strukturen von Prinz2, was aber kein Wunder ist, weil ja Eitel aus demselben Stall kommt. Genau, also diese Practice soll letztendlich sicherstellen, dass alle Projekte in der Organisation erfolgreich durchgeführt werden. Und wenn wir davon ausgehen, dass man natürlich viel mehr Variabilität reinkriege, dass wir also mehr Projekte machen müssen in Zukunft, als wir es vielleicht heute schon tun oder auf jeden Fall mehr, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, dann ist das so, dass dass das schon wichtig ist, natürlich eine Fähigkeit neben der Operations, das auch sauber zu verzahnen. Dann haben wir das Thema Relationship Management. Das ist relativ ähnlich zu dem, was man im Business Relationship Management hat. Was man in IPv4 oder nicht V, in IPv4 aber sieht, ist, dass man diese Consumer-Organisation deutlich weiter gefasst hat. Also in IPv3 gab es ja den User und den Kunden. Ne, so. Jetzt haben wir in IPv4 zumindest schon mal neben dem Kunden auch noch den Sponsor. Also auch schon mal wichtig, ne, das ist ja nicht immer der gleiche, der die Inhalte definiert und der das bezahlt. Wir haben aber auch noch einen deutlich weiteren gefassten Stakeholder-Begriff, nämlich auch sowas wie Aktionäre, wie wenn ich vielleicht am öffentlichen Dienst oder wie Gesellschaft, Bürger oder ähnliches. Also je nachdem, wer bei mir Einflussfaktoren nimmt. Dementsprechend hat man dieses Relationship Management hier entsprechend weitergefasst und hat dann hier drin die Beziehung zu allen Stakeholdern. Stakeholder Management, wie gesagt, war ein bisschen beschrieben auch in der Service Transition, in dem Change Kapitel, hat man jetzt hier ein bisschen schöner zusammengefasst. Risk Management gab es als eigenen Prozess in IPv3 gar nicht, war eher so ein bisschen Bestandteil in verschiedenen Prozessen, also beim Change Management, da ging es ja darum, koordinierte Durchführung von Changes, nachher auch bei Releases. Natürlich geht es da auch darum, Risiken zu managen. Aber so als eigenständigen Begriff, gerade auch in Bezug zur Governance, gab es das nicht. In der Strategy hat man das mal ein bisschen auch aufgegriffen, aber nicht so als eigene Practice. Im Financial Management hast du ja jetzt Service Financial Management, das ist immer das gleiche wie vorher im Großen und Ganzen. Strategy Management auch, also ne, heißt, wie es früher Strategy Management for IT Services, da geht es ja im Wesentlichen darum, wie komme ich zu einer Strategie und wie pflege ich die. Ja, ist also auch noch gleich geblieben. Und im Supplier Management hat sich auch nicht so viel getan. Was man jetzt hat, ja, das ist eigentlich doch ein bisschen, man hat es ein bisschen sauberer formuliert und vor allen Dingen, was hier dem sehr gut ist, einen klaren Bezug zu SIAM. Ne? Das ist ja ein Multi-Sourcing- und Service-Integrationsmodell. Also wie gehe ich damit um, wenn mein Service von Multi-Provider-Umgebungen geliefert wird? Da hat man ganz klare Beziehungen. Also wenn Sie SIAM kennen, werden Sie das sofort wiedererkennen. Und das ist etwas, was man ja früher zum Beispiel auch mit der ISO 27000 bei Security auch schon gemacht hat, dass man sich also in solchen Teilbereichen auf klare Framework bezieht. Und das macht ja auch Sinn. Das muss ich ja nicht neu erfinden. Eine Kleinigkeit ist, die ein bisschen rausgeflogen ist. Man hat früher ja in IPv3 von Underpinning Contracts gesprochen. Ne? Das die Frage ist halt nur immer, also ein Underpinning Contract war ja ein SLA, das ich mit einem Dienstleister habe. Aus der Perspektive des Dienstleisters war es aber dann schon wieder ein SLA und kein Underpinning Contract. Das heißt, die Begrifflichkeit war eigentlich schon so ein bisschen immer irreführend und die ist komplett rausgeflogen. Also es gibt auch keine im Service Level Management auch keine OLAs mehr, also keine Operational Level Agreements. Das sind alles Service Level Agreements. Immer die Frage ist halt immer, wer mit wem. Workforce und Talent Management auch ganz wichtig. Ne? Wie schaffe ich es, die richtigen Leute zu haben? Wie schaffe ich die richtig einzusetzen? Wie schaffe ich die zu steuern? Vor allen Dingen auch in Zeiten, wo wir ja agiler arbeiten sollen. Das heißt, wir kommen immer mehr hin zu Leuten, die mehr so T-shaped ausgebildet sind, also die breit ausgebildet sind, Teams, die multi oder übergreifend arbeiten. Also da gibt es schon viele neue Ideen, wie man das organisieren kann oder schrägstrich vielleicht auch muss. Da kannte Eitel keine spezifischen Hinweise, also da hat Eitel doch schon einiges an Hinweisen, wie das funktioniert. Und in IPv3 gab es höchstens mal so ein bisschen Bezüge. Ne? Also, es gab schon mal Hinweise auf das Thema Kompetenzentwicklung, Schulung und Training, aber
Letztendlich war das mehr oder weniger hochwerfen, musst du können. Und hier haben wir jetzt mit dem Workforce und Talent Management haben wir schon tatsächlich auch eine Beschreibung. Das sind so die allgemeinen Practices. Wie gesagt, das ist die Frage, ist das noch eitel? Kann man jetzt diskutieren. Ne? Die Frage, auf welcher strategischen Ebene ich eitel auch aufhänge. Ich kann es also durchaus verwenden, um sehr übergreifend ganze IT-Organisationen zu steuern. Oder wenn ich das aus anderen Bereichen bereits schon etabliert habe, was bei vielen dieser Dinge ja sein wird. Also nehmen wir mal an, Sie machen jetzt schon Projektmanagement, was ja sehr wahrscheinlich ist, müssen Sie ja nicht unbedingt nach Prinz Tu machen, habe ich aber hier die Möglichkeit, diese auch Integration herzustellen. Und das ist genau das, was entsprechend wichtig ist. Kommen wir auf zu den Service Management Practices, das ist dann die zweite Gruppe. Das sind so die Klassiker, die man mit ITIL eigentlich auch sofort in Verbindung bringt. Auch hier wieder alphabetisch. Availability Management gibt es keine großen Änderungen zu ITIL V3. Das kann man schon sagen, auch für die ganzen Warranty-Prozesse, also die sich um Verfügbarkeit, Kapazität, Security, da hat sich gar nicht so viel getan. Da gibt es auch nicht viel Neues. Das war ja auch schon ganz gut beschrieben soweit. Man merkt halt immer, dass ein bisschen neue Nomenklaturen verwendet werden. Auch, dass man die Beispiele da drin sind, dass die ein bisschen aktueller sind, auch die Technologien, die dort genannt werden. Business Analysis, das ist ganz spannend. Es geht ja auch darum, sagen wir mal, immer eine Transparenz darüber zu haben, wie mein Business denn eigentlich funktioniert und das meiner Kunden. Ne? ITIL 4 beschreibt in der Practice, also wie, ne, Practice ist immer eine Vorgehensweise, etwas, was sich bewährt hat, eine Arbeitsweise. Wie man Systeme analysiert, wie man Prozesse analysiert, wie man Architekturen analysiert. Ne? Ein paar von diesen Techniken gab es in ITIL V3 auch schon, aber mehr wieder auch dann in Prozessen beschrieben. Ne? Also zum Beispiel, wie man Serviceanforderungen aufnimmt oder Service Designs definiert, hat man im Buch Service Design, gab es das auch schon teilweise. Aber es war immer sehr fokussiert auf einen ganz bestimmten Bereich und hier ist es jetzt etwas allgemeiner gehalten, weil ich muss mir ja immer wieder versuchen, Transparenz zu schaffen. Ich muss meine Umgebung analysieren, auch meine zum Beispiel Pestle-Faktoren. Also wenn man sich das anschaut, was jetzt gerade in der Welt passiert mit Corona, kann man ja sagen, naja, diese Pestle-Faktoren, also die externen Einflussfaktoren auf mein Service Management, wie politisch, Economy, Social, Technological, Legal und so weiter, naja, das ist ein akademisches Modell. Ist es nicht. Weil wenn wir jetzt sehen, was mit Corona passiert ist, von heute auf morgen ändert sich politische Rahmenbedingungen, was bedeutete, dass unser Service Management nicht mehr so funktionieren konnte wie vorher, weil unsere Kunden zum Beispiel nicht mehr im Büro waren, meine Mitarbeiter nicht mehr im Büro waren, weil sie im Homeoffice sein mussten, weil Leute nicht mehr zusammenkommen müssen, alles digital gemacht werden muss. Das führte zu anderen Gesetzen. Legal. Corona, sag mal, wenn ein Beispiel ist für Umweltfaktoren, dann ist es Corona. Also wir sehen, diese Umweltfaktoren verändern sich stetisch. Das haben wir natürlich mit Corona ein Extrembeispiel, aber es ist ein Beispiel, wo man sagt, naja, ich kann das nicht ignorieren. Das heißt, also ich muss diese Umweltfaktoren immer wieder auch analysieren und betrachten. Und da haben wir in Business Analysis zum Beispiel auch Werkzeuge dazu. Aber auch analysieren, wie funktioniert mein Business. Ne? Das gab es früher in V3 im Demand Management, wo man sich so Business-Zyklen angeschaut hat. Also in welchen Zyklen zum Beispiel oder funktioniert unser Business, wie kann ich daraus entsprechend Bedarf ableiten? Der ist ja nicht immer gleich. Ne? Also wenn wir jetzt den Reserve jetzt anschauen mit zum Beispiel unserem Trainingsgeschäft, haben wir immer einen sehr, sehr hohen Bedarf in Q4. Klar, weil in Q4 die ganzen großen Unternehmen immer noch ihre Schulungsbudgets rausgehauen haben, die sie dann aufbrauchen mussten. Das führt zu einer erhöhten Nachfrage. Das war, sagen wir mal, ein Zyklus, den man mehr oder weniger voraussagen konnte. Gut, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht funktionieren mit der Vorhersage, aber was funktioniert schon in den heutigen Zeiten mit das ist sehr schwer planbar in dieser Corona-Umgebung. Also Business Analysis als neue Kompetenz. Wichtig, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, in welche Umgebung bewege ich mich, um halt auch aus dieser Reaktivität rauszukommen, um dann abzuleiten, dass ich mehr proaktiv handeln kann. Capacity und Performance Management, das war vorher Capacity Management und Teile aus dem Demand Management. Hat sich gar nicht so viel geändert, keine großen. Man hat früher bei ITIL V3 ja auch schon mal gesagt, Capacity, da ist der Begriff Performance mit drin. Das hat man jetzt wieder ein bisschen schöner formuliert, auch von der Namensgebung. Also daher letztendlich ist das sehr ähnlich. Man hat aber diesen Prozess Demand Management, den gibt es nicht mehr. Der ist jetzt aufgegangen in Business Analysis und in Capacity und Performance Management. Change Enablement. Das ist schon ein ganz wesentlicher Faktor. Als ITIL V3 hieß er ja Change Management. Als ITIL 4 die ersten Publikationen auf den Markt kamen, hieß er noch Change Control.
Man wollte damit transportieren, dass Change Management auch in IDV3 vom Verständnis ja eigentlich immer ein Steuerungsprozess war. Es ging also darum, dafür zu sorgen, dass bei Veränderungen die Risiken gemanagt werden. Jetzt, wenn man sich aber die Philosophie anschaut, in der Operations-Bereiche schon seit vielen, vielen Jahrzehnten unterwegs sind, ist das eigentlich immer so ein Never Touch a Running System, ne? Also möglichst wenig Changes, die Changes dann möglichst gut vorbereitet, irgendwie dann in Releases packen und dann auszurollen, ne? Mit Frozen Zones und so weiter und so fort. Der Haken an der Geschichte ist, dass diese Taktik nicht mehr funktioniert, weil wir heute in einer Umgebung unterwegs sind, wo wir praktisch jeden Tag viele Changes machen müssen. Und dementsprechend hat sich die Zielsetzung von Change Management insofern geändert, kann man nicht sagen, aber ist vielleicht angepasst an die aktuellen Rahmenbedingungen, an die aktuellen Anforderungen, dass es viel mehr darum geht, eine hohe Change Velocity, also einen Durchsatz herzustellen, also möglichst viel Changes, möglichst viel Veränderungsfähigkeit herzustellen, ohne gleichzeitig meine Reliability, also meine Zuverlässigkeit, aufs Spiel zu setzen. Das ist das, worum es geht. Deswegen hat man den Prozess, sagen wir mal, dieses Image, dass der Change Manager ist der Türsteher wie vor der Disco, hier kommst du nicht rein, ne? Weil wenn du bei mir irgendwas änderst, kam immer der Spruch, nur 80% aller Incidents kommt durch nicht sauber durchgeführte Changes. Das ist auch noch so. Aber wir müssen halt, deswegen ist zum Beispiel auch das Thema Architektur so wichtig, wir müssen halt eine Umgebung schaffen, technisch, organisatorisch und prozessual, wo wir in der Lage sind, sehr, sehr viel mehr Changes zu machen in kürzeren Zeiträumen. Sie erinnern sich vielleicht auch an diese Begriffe Utility und Warranty. Also ein Service muss ist ja immer dann wertschöpfen, wenn er die richtigen Funktionalitäten bietet und gleichzeitig auch stabil angeboten wird. Es nützt Ihnen aber gar nichts, wenn die Anforderungen sich so schnell ändern, dass Ihr doch technisch super stabiler Service aber leider die falschen Funktionalitäten hat. Ergo, wir müssen heute viel, viel mehr Veränderungen machen in kürzeren Zeiträumen. Wir kriegen kürzere Vorlaufzeiten. Auch wieder Corona kann man schön als Beispiel nehmen. Von heute auf morgen haben sich Anforderungen verändert. Von heute auf morgen hatten wir Aufgaben im Homeoffice, wo wir vor 2 Tagen noch gesagt haben, es ist unmöglich, dass das geht. Es geht, es ging auch, aber mit sehr, sehr viel Schmerzen. Und wir sehen, dass viele Organisationen auf diese schnellen Veränderungen nicht vorbereitet sind. Ergo, Change Enablement transportiert genau diesen Weg weg von dieser zentralen Steuerung, weg hin zu von dem Change-Verhinderer, mehr zum Change-Befähiger. Geschwindigkeit ist hier deutlich wichtiger als Risiko. Ne? Aber es geht aber natürlich geht es nicht darum, jetzt mit hoher Geschwindigkeit ständig alles an die Wand zu fahren. Das bringt natürlich auch nichts. Aber wie kriege ich das rein, diesen Kompromiss zu fahren zwischen Risikomanagement und Geschwindigkeit? Hier ist auch ganz spannend, da verweist Eitel auch ganz gerne mal auf das Framework Site Reliability Engineering, SRE. Wenn Sie das mal bei Google eingeben, das ist die Art und Weise, wie Google in natürlich in extrem skalierten, extrem softwaregetriebenen, extrem sich verändernden Umgebungen Service Management macht, also die Interpretation von Google. Das sind ganz spannende Ansätze dabei, wie man das hinkriegen kann. Und da verweist Eitel auch ganz gerne mal drauf für so Hochgeschwindigkeitsumgebungen. Eitel nennt das ja High Velocity ITs. Incident Management, grundsätzlich hat sich da auch nicht viel geändert. Warum? Weil es geht natürlich immer noch darum, wenn etwas gestört ist, ist so schnell wie möglich die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Punkt. Was muss ich dafür tun? Ich muss erkannt haben, dass etwas gestört wird. Ich muss irgendwie eine Zuordnung zur Ursache herstellen, dass ich weiß, möglichst schnell die richtigen Ressourcen an die Entstörung kriege, damit wir möglichst schnell wieder arbeiten können. Also das ist das, worum es geht. Hat sich seit V2 nicht geändert, ist in Eitel 4 auch noch so. Der Haken an der Geschichte ist, dass unsere Umgebungen heute natürlich häufig technisch und organisatorisch deutlich komplexer sind und dass diese 1-zu-1-Korrelation zwischen da passiert etwas und ich weiß, wo ich hinpassen muss, dass das sehr, sehr viel schwieriger geworden ist. Daher kommen solche Methoden wie Swarming zum Einsatz oder werden zumindest auch angesprochen. Haben wir übrigens auch, glaube ich, nächste Woche ein Webinar dazu, wie man so eine Methode wie Swarming im Incident Management einsetzen kann. Also das ist eher so, dass man hier Anpassungen hat mit, wie kann man zum Beispiel geschickt kategorisieren und ohne dass man die Grundstruktur von Incident Management sich entsprechend verändert hat. IT Asset Management ist neu, beziehungsweise man hat es aufgeteilt. Früher hieß es ja Service Configuration and Asset Management, also man hat Configuration und Asset zusammen gehabt. Asset Management ist ja letztendlich eine Praxis, die darauf abzielt, den Lifecycle und die Gesamtkosten aller IT-Assets, also die Komponenten mit finanziellen Wert, zu verwalten. Ne? Das ist sehr stark im BWL-Hintergrund. Das ist in Configuration Management immer so ein bisschen untergegangen. Ne? Deswegen hat man jetzt hier einen eigenen hat.
Aber es war jetzt nicht, dass es das nicht gab. Also wir haben hier sehr stark diesen buchhalterischen Aspekt auch im Vordergrund. Beim Configuration Management, da kommen wir auch gleich noch drauf, oder kann ich ja kurz ansprechen, ne, das heißt jetzt Service Configuration Management, habe ich auf der nächsten Seite. Wie gesagt, da hat man Asset Management rausgezogen, aber ansonsten geht es nach wie vor so, ein Config-Modell aufzubauen, das ja auch die logischen Beziehungen abbildet. Also da hat sich nicht viel geändert, oder wie gesagt, außer dass man jetzt Asset und Config getrennt hat. Und vielleicht nach wie vor Config Management einer am weitesten unterschätzten Practices ist, weil ohne Transparenz kriegen Sie keine Geschwindigkeit. Also ne, gerade in der Kombination zum Beispiel mit dem Change Enablement. Ne. Wenn Sie nicht wissen, wie Ihre Umgebung aussieht, werden Sie sehr, sehr viele Fehler machen, weil Sie schrauben irgendwas und dann werden Sie von irgendwelchen Seiteneffekten überrascht. Umso mehr Transparenz Sie da drin haben, umso mehr mit den Fingerschnippen sagen können, das sind die wichtigen Informationen und so sind wir aufgebaut, so sind wir konfiguriert, so sind meine Leute unterwegs, da habe ich meine Arbeit, so sehen meine Workflows aus. So ist auch dann die Beziehung zum Servicekatalog. Die Komponente hat eine logische Beziehung zu dem Service und der Service zu dem Geschäftsprozess. Umso besser sind Sie in der Lage, zu planen, Changes durchzuführen oder im Incident Management zum Beispiel auch Prioritäten zu vergeben. Also daher nach wie vor extremst wichtig. Monitoring und Event Management hieß früher nur Event Management, gibt es keine größeren Anpassungen. Monitoring war in IPv3 auch mal schon beschrieben als technische Fähigkeit. Also ist nach wie vor so. Da hat ein bisschen auch Beispiele jetzt zu Cloud-Umgebungen, in virtuellen Umgebungen, weil letztendlich geht es darum, dass die Events überhaupt in der Lage sind, auch zu erkennen und dann adäquat darauf zu reagieren. Mit Changes oder mit Incidents. Problem Management kann man sagen, ich sag mal, grundsätzlich ist es keine große Änderung. Also von der Zielsetzung nur das Gleiche. Es geht natürlich darum, Incidents zu verhindern, also Probleme zu erkennen, bevor sie zu Incidents werden und proaktiv zu werden. Was man gemacht hat, hat man klassisch tatsächlich so ein bisschen Rückschritt zu, nee, also Rückschritt ist, weiß ich nicht, aber eine Wiederbelebung, sagen wir es mal so, eine Rückkehr zu der IPv2-Sichtweise. Man hat jetzt tatsächlich wieder diese zwei Subprozesse, Problem Control und Error Control. Also man hat Problem Management aufgeteilt in, ich muss erstmal einen Teilbereich haben, wo ich in der Lage bin, Probleme zu erkennen und eine potenzielle Ursache zu erfüllen und dann einen zweiten Bereich habe, wenn ich also dann diesen Known Error habe, also ich weiß, ich habe ein Problem und ich weiß, was mein Fehler dahinter ist, ich habe auch noch keine Lösung, dann über Error Control die Lösung herbeizuführen. Also wenn man IPv2 noch kennt, hat man das aufgeschlagen und gesagt, aha, also war es doch nicht so schlecht. Also nicht alles, was in der Vergangenheit schlecht war, kehrt nicht immer wieder. Genau. Meine nächste Seite. Release Management. Ja, das gab es früher Release and Deployment. Das war natürlich, ich sag mal, in der Formulierung, gerade wenn Sie in DevOps-Welten kommen, also wenn Sie mit Softwareentwicklern dann auch zu tun haben, so durchgängige Flows von der Anforderung, Softwareentwicklung, Überführung und Betrieb, also Testen, Überführung und Betrieb haben. Dann war das eine sehr schlechte Formulierung, Release und Deployment, weil kein Softwareentwickler ist für den das ein Release und Deployment das gleiche. So wie das auch in Eiffel formuliert war, war es immer so, wenn man damit mit der Nomenklatur in die Softwareentwicklung gegangen ist, haben die immer geglaubt, man will so an die Coding-Prozesse dran, was Eiffel eigentlich nie wollte. Also solche Dinge wie Continuous Deployment, Delivery war damit nicht umzusetzen, weil einfach die Nomenklatur schräg war. Das hat man jetzt getrennt. Man hat jetzt also tatsächlich ein Release-Management und man hat ein Deployment-Management als technische Fähigkeit. Kommen wir nachher auch noch mal kurz drauf. Das ist also etwas, um gerade diesen Durchfluss aus dieser DevOps-Welt her deutlich besser auch herstellen zu können. Also die klare Trennung zwischen Release und Deployment. Ne? Also ein Release ist das Freischalten für den User und ein Deployment ist dieses technische Ausbringen in die jeweilige Umgebung. Also zum Beispiel in eine Testumgebung, Pre-Prod, Prod, das ist dann das Deployment. Wenn ich dann für den User freischalte, dann habe ich erst das Release. Genau. Also wichtig war das, die Trennung hier. Ne? Also es ist eigentlich, sagen wir mal, vom Prozess her und vom Links ist es gar nicht so schlimm, aber diese Trennung hier sehen wir auch, das war ganz viel Feedback, das man sich eingeholt hat, um halt in diesen Welten, wo es wirklich darum geht, diese Durchgängigkeit herzustellen, auch diese Silos zwischen Dev und Ops aufzulösen. Dafür sind solche Dinge extremst oder Anpassungen extremst wichtig. Beim Catalog-Management gab es jetzt auch nicht so viele Änderungen. Das ist also noch relativ nah dran. Das heißt auch noch so wie vorher.
Was wir in IT-V3 hatten, wir hatten nie so eine richtig explizite Trennung zwischen Kundenkatalog und dem Service-Request-Katalog, also der Katalog, der für die Kunden, ne, welche Services sind gerade operativ im Einsatz und wie werden die bepreist und welche Services und welche Leistungen stelle ich zum Beispiel meinen Usern zur Verfügung. Das führte häufig dann immer ein bisschen zu Verwirrung. Ganz häufig bei Tool-Herstellern, wenn die über Service-Katalog gesprochen haben, das führte dann letztendlich zu so Portalen für User, wo ich meinen PC bestellen kann und wo ich vielleicht einen Zugang beantragen kann und ähnliches. ITIL hat eigentlich über den Service-Katalog einmal eher diesen Service-Design-Prozess verstanden, Richtung, wie ist meine Service-Struktur. Das ist so, das hat man jetzt ein bisschen sauberer getrennt und sauberer formuliert, also sei also schon eine Verbesserung, aber grundsätzlich gab es das in ITIL V3, also hier auch schon. Zusätzlich, was wir da auch noch finden, das ist jetzt nicht hier beschrieben, aber wenn man sich die Service-Struktur anschaut, ist es so, dass dieser Begriff des Produktes eingeführt worden ist oder naja, gab es auch schon, aber der viel sauberer beschrieben ist. Das heißt also, Services werden aus Produkten zusammengestellt. Also Produkte können sein, zum Beispiel Hardware, die sie ausliefern, Dienstleistungen, die sie machen oder Zugriff, die sie ergeben. Und aus diesen Produkten baut man dann sein Serviceangebot zusammen. Und für den Dienstleister geht es natürlich meistens darum, diese Produkte möglichst standardisiert liefern zu können und über diese Kombination der Produkte individuelle Services bauen zu können. Also auch hier, das hilft deutlich, um ja, den Servicekatalog dann auch nachher verknüpft mit dem Service-Config-Modell, sauber sie diese End-to-End-Sichtweise über den kompletten Service End-to-End herzustellen. Und zusätzlich ist es natürlich so, wenn ich dann auch wieder über DevOps nachdenke und über agile Dinge, vielleicht kennen Sie ja diese DevOps-Acht, ne? Also diese querliegende, wie so ein Unendlich-Zeichen, wo man sagt, das ist der Dev-Bereich mit Entwicklung, Build, Test, Release und dann kommt der Operations-Bereich und dann fließt es wieder zurück. Ist natürlich, wir haben agile Produktentwicklung, da hast du dann Methoden wie Scrum zum Beispiel und du hast dann das Service Management für den Betrieb und das zusammen gibt dann sagen wir, diese DevOps-Welten. Also mit dieser Einführung des Produktes ist es auch viel einfacher, diese Dinge in übergreifenden Modellen zusammenzubringen. Also auch hier so gesehen schon ein Schritt nach vorne. Config haben wir schon gerade drüber gesprochen. Continuity ist ziemlich wie vorher auch. Service Design war wieder quasi auch genauso wie wir das bei dem CSI hatten. Das war eher eine Phase in V3. Da gab es den Prozess Design Coordination. Ne? Den gibt es jetzt sowieso nicht mehr. Also im Service Design geht jetzt viele Dinge auf, die man im Service Level Management beschrieben hatte oder in der Design Coordination entsprechend beschrieben hat. Und in V3 war ja dann auch noch diese Prozesse drin: Capacity, Availability, Continuity und so weiter. Ja. Diese entsprechenden in IT4 dann den Practices mit den gleichen Namen. Service Desk, also Vorsicht, Service Desk ist ja in IT kein, IT V3 war das ja kein Prozess, sondern eine Funktion, ne, also ganz wichtig. Gibt uns IT jetzt deutlich mehr Gestaltungsspielraum. Also IT V3 bezeichnet den Service als Funktion, deren Aktivitäten werden ja überwiegend vom Incent- und Request-Fulfillment-Prozess beschrieben. Also es geht immer darum, Kundenanfragen entgegenzunehmen, zu entscheiden, ist das eine Störung oder ist das ein Request und das dann abzuhandeln. In ITIL V3 war das immer eine Orga-Einheit, die das gemacht hat. Die könnte virtuell sein, die konnte aufgeteilt sein, die konnte zentral oder dezentral sein, das war immer eine Orga-Einheit. ITIL 4 gibt uns hier deutlich mehr Gestaltungsspielraum, in dem ist es als Practice definiert. Sie können das nach wie vor so umsetzen als Orga-Einheit, wie Sie das aus V3 kennen. Sie können es aber komplett virtualisieren zum Beispiel. Da hatten wir vor ein paar Wochen hatten wir mal ein Webinar dazu, das finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal. Da hat mein Kollege Philipp Scherer mal ein Gedankenmodell vorgestellt, einen Service Desk komplett nicht als Orga-Einheit, sondern als Practice umzusetzen. Ne? Mit Rollen, mit rollierenden Rollen, die in verschiedene Organisationseinheiten gehen. Das macht nicht überall Sinn, kann aber Sinn machen. Also dementsprechend haben wir ja hier jetzt deutlich mehr, viel mehr Freiheiten in der Art und Weise, wie man einen Service Desk vielleicht geschickt umsetzen kann. Aber wie gesagt, es ist nach wie vor auch so, dass, wie man das in ITIL V3 verstanden hat, wenn das für Sie gut funktioniert in der Praxis, gibt es gar keinen Grund, das zu ändern. Also daher, das kann man sagen, das ist so ein bisschen diese Abwärtskompatibilität. Im Service Level Management gibt es nicht viele Anpassungen. Wie gesagt, der Begriff Underpinning Contract und OLA sind rausgeflogen. Das sind jetzt alles SLAs aus verschiedenen Perspektiven.
Request Management, das ist, was vorher Request Fulfillment war, ist auch relativ gleich geblieben. Im Service Validation und Testing, da ist ein Prozess aufgegangen, den es früher noch gab, nämlich die Change Evaluation. Also die Change Evaluation war ja die Evaluierung der Qualität aus Kundensicht für einen Change, gerade bei großen Changes. Und der ist jetzt in Service Validation und Testing ist der übergegangen. Also die Change Evaluation als einzelnen Prozess, den gibt es so in der Form nicht mehr. Puh, muss man durchatmen, ne? Also eine ganze Menge Prozesse, aber Sie sehen, so radikal ist die Veränderung da gar nicht, sondern also ich finde schon auch überall, wo Sie Veränderungen vorgenommen haben, machen das durchaus Sinn und da sieht man auch, wie diese Einflüsse waren, dass man sich auch sehr, sehr viel mit der Community auseinandergesetzt hat. Und das ist schon eine ziemlich coole Geschichte. Dritter Bereich, das sind Gott sei Dank nicht mehr so viele, sind noch die Technical Management Practices. Ne, da haben wir einmal das Deployment Management, haben wir vorhin schon gesprochen. Also Release und Deployment ist jetzt auseinander. Ne? Deployment, haben wir gesagt, das Deploy ist das Ausbringen in die jeweilige Umgebung, also Test, Report und so weiter. Ne? Im Release-Management gab es das auch, im Release-Deployment-Management V3, aber das alles, was da drin stand, war also von den Beispielen auch so ein bisschen angestaubt. Das hat man jetzt auch deutlich aktualisiert. Ne? Das Deployment-Management erläutert auch unterschiedliche Herangehensweisen beim Ausrollen von zum Beispiel Hardware oder Software oder anderen Service-Komponenten in Live-Umgebungen. Aber diese verschiedenen Deployment-Optionen gab es in V3 auch schon. Wie gesagt, das hat man so ein bisschen aktualisiert besser. Und das Wording ist doch deutlich besser an agile Umgebungen angepasst. Also wie gesagt, diese Integration, Continuous Deployment, Continuous Integration, solche Sachen, Ideen und Wordings und Modelle, mit denen klassische Softwareentwickler kommen, die aus dem Software Engineering auch kommen, die sind hier viel, viel besser umzusetzen. Also viel bessere auf Basis der Diskussion mit den Kollegen. Ja. Was hier auch noch reinkommt, ist ein bisschen aus Siam, was ist, wenn ich mehrere Supplier habe? Also wie sieht Deployments aus, wenn ich eine Multi-Supplier-Umgebung habe? Da sehen wir auch, dass es dann so Erweiterungen, die einfach der Realität geschuldet sind, wo man hier auch diese Single-Provider Umgebung, das war 2007 oder 2011, als man das letzte Mal eitel überarbeitet hat, halt noch das, sagen wir, bei den meisten so, heute haben wir doch ganz viel diese Multi-Provider-Umgebungen und da hat man hier also auch ein bisschen Dinge mit aufgenommen. Infrastructure und Plattform-Management gab es so in ITIL V3 als Prozess nicht. Hier geht es darum, die Steuerung der in der Organisation verwendeten Technologie. Da haben wir zum Beispiel viele Einflussfaktoren von neuen Technologien, oder neues in Anführungszeichen, aber vereitelte neue Technologien, ne? Cloud Services, Cloud Computing, Virtualisierung und so weiter. Also da sehen wir schon, das ist ein bisschen mehr up to date. ITIL behandelt das nicht so im Detail. Im Strategiebuch gibt es einen Anhang, der so ein bisschen über Cloud-Angebote und Auswirkungen auf die Strategie spricht. Also da sieht man, da war das noch ganz bisschen am Anfang. Und im Technical Management, da wurde auch so ein bisschen beschrieben, wie man Infrastruktur betreibt. Ne? Das Gleiche gibt es für Software Development und Management. Gibt also einen Überblick, wie Softwareentwicklung funktioniert. Es ist ja auch als ITIL oder Service Management Mensch ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert Software Development, weil am Ende des Tages geht es ja darum, das auch sauber zu integrieren oder sauber zusammenzuarbeiten. Da gab es auch in dem Service Operations Buch, da war ja auch Infrastructure Management beschrieben, Service Operations beschrieb auch Application Management im Applikationslebenszyklus. Also das gab es schon so ein bisschen, aber letztendlich hat man das hier so ein bisschen detaillierter beschrieben und das auch deutlicher adressiert. Also daher schon mal auch ein ganz guter Ausblick. Gut, das waren so die Praktiken. Ne? Also sind wir jetzt einmal mit dem Düsenjäger so drüber geschossen. Ne? Wir hätten sicherlich über jeden einzelnen Webinar machen können. Drüber geschossen. Was wichtig ist, vielleicht auch noch zu wissen, die Practices finden Sie nicht in den Corebooks. Das ist auch nochmal etwas, was man entschieden hat, diese Practices nicht mit den Corebooks zu veröffentlichen. Es gibt ja einmal das ITIL Foundation Buch. Das hat da dort ist letztendlich sind alle grundlegende Modelle beschrieben. Also was ist ein Service, was ist Service Management, die Guiding Principles, das Value System, die Value Chain. Und es gibt dort nur einen Überblick. Also ich glaube, es ist eine Seite oder anderthalb, so mit Ziel und Zweck pro Practice.
Und dann hat man ja vier Eitelbücher aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt also einmal so diesen Maschinenraum der IT, das ist dann Create Design und Support. Dann haben wir das Thema Diet, Plan und Improve. Das ist dann so diese Steuerungsebene und Verbesserungsebene. Da geht es auch ganz viel um Governance und Zielkaskadierungen, aber auch um Organizational Change Management und um wie macht man ein Continuous Improvement, gerade auch mit diesen iterativeren Vorgehensweisen. Dann haben wir das Thema Drive Stakeholder Value. Ein richtig gutes Buch, Kundenperspektive. Also wie schaffen wir das, viel, viel mehr die Kundenperspektive einzunehmen? Also da haben wir dann so diese User Experience, wie empfinden unsere User das, wie schaffe ich das auch gemeinsam die Nutzung der Service und die Wertschöpfung zu erhöhen? Das ist ja diese Co-Creation mit dem Kunden zusammen, das ist also Drive Stakeholder Value und dann haben wir noch High Velocity IT, das ist da so ein bisschen in agileren Umgebungen. Jetzt kann man ja sagen, ja, bei mir ist die Umgebung nicht so agil, also High Velocity IT ist für mich nicht so spannend. Aber wir haben zum Beispiel in dem Buch diese Verknüpfung zu zu vielen anderen agilen Methoden. Also wo macht, also Kanban, Design Thinking, hier sowas wie Toyota Way of Working, Lean Management und so weiter. Also es gibt zum Beispiel auch Verweise zum Beispiel, welche agilen Methoden es denn so gibt, was in denen ungefähr so passiert und wo der Einsatz in welcher Service Management Practice die dann auch Sinn machen. Ja. Hier kommt gerade eine Frage, die möchte ich gerne beantworten. Wo bekomme ich eine Übersicht der benannten Bücher? Und zum anderen gibt es diese auch schon in deutscher Sprache. Also das zweite zuerst beantworte, in deutscher Sprache gibt es zurzeit nur das Foundation Buch. Die anderen Bücher sind noch in Englisch. Gibt noch keine Aussage von Excellus, wann die auf Deutsch kommen sollen. Bei der Foundation war es 6 Monate später. Das heißt, es würde jetzt bedeuten, irgendwie so Ende des Jahres. Ja? Aber die sind durch Corona auch ein bisschen ausgebremst. Also momentan gibt es die nur in Englisch. Eine coole Übersicht über die Bücher finden Sie in unserem YouTube-Kanal. Da habe ich vor ein paar Wochen zu jedem einzelnen Buch ein Webinar gemacht. Was passiert in diesem einzelnen Buch? Was wird da drin so behandelt? Unser YouTube-Kanal, kommen wir nachher nochmal, vielleicht kann ich nochmal den Link, den habe ich jetzt hier drin, da können Sie sich das Webinar anschauen zu jedem einzelnen Buch, das ist genau beschrieben, was da drin passiert. Gut, also fassen wir das nochmal ein bisschen zusammen. Mir sind noch ein paar Dinge ganz wichtig mit den Practices, weil ganz viele momentan, die sich mit Eitel 4 neu beschäftigen, sagen, wo sind die Practices, wo sind die entsprechenden Prozesse abgebildet? Es gibt eine Veränderung im Mindset, wie die Practices angewendet werden sollen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Practices dienen ausschließlich der Ausgestaltung von Value Streams. Also es geht immer nicht darum zu sagen, wie sieht mein perfekter Incident Management Prozess aus oder mein Change, weil das ist genau das, was früher passiert ist. Man hat einzelne Prozesse etabliert, hat die versucht, buchtreu umzusetzen und dann auf ein Wunder gehofft, dass die irgendwie interagieren und als Service Management System tolle Services produzieren. Das Bindeglied, was man jetzt aufgebaut hat, ist das Thema, sind diese Value Streams, also sich zu überlegen, was muss ich meinem Kunden liefern, wie müsste das optimal durch meine Organisation durchlaufen und welche Fähigkeiten, also wo brauche ich Changes, wo brauche ich Incidents, wo brauche ich Requests, wo brauche ich einen Servicekatalog, was brauche ich davon und in welcher Ausprägung? Immer so schlank wie irgendwie möglich. Das immer betrachtet aus diesen vier Dimensionen. Wie gesagt, die Practices sind ja nicht mehr in den Corebooks drin. Das heißt also, man hat für jede Practice gibt es ein eigenes Dokument. An dieses Dokument kommt man ran über die Excellos. Gibt es eine Mitgliedschaft, nennt sich My Excellos. Also wenn Sie auf excellos.com gehen, können Sie sich da einen Account machen. Ich glaube, kostet irgendwie 50 Pfund im Jahr. Und da kriegt man diese Practices dann zum Download. Der Vorteil dabei ist, dass man jede Praxis ein einzelnes Dokument, das heißt, das wird in sehr viel kürzeren Zyklen wird das überarbeitet und immer wieder verbessert werden. Ja. In jeder Praxis sind auch diese vier Dimensionen immer beschrieben, also ne, People, Prozesse, Value Streams, Technologien und Informationen, Supplier und Lieferanten und Dienstleister, dass man mit diesen Practices dann praktisch die Value Streams baut. Und das immer so einfach und möglich wie geht. Also immer dieser gesunde Menschenverstand. Wie viel Eitel brauche ich wirklich? Bitte eher weniger als mehr. Weil diese überbürokratisierten Prozesse, die versucht haben, jegliches Szenario in irgendwelcher Art und Weise abzubilden, die dann so kompliziert waren, dass nachher A, eine Automatisierung fast nicht mehr möglich war, B, Riesenaufwände in Customizing reingeflossen ist und C, die Leute die Prozesse nicht mehr eingehalten haben, weil sie einfach zu kompliziert waren.
Das führt zu, also dann führt er dann auch da wirklich nicht zu nichts. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine Practice macht in der Value Chain aus einem Input einen Output und für den nächsten Schritt. Also es geht immer um diesen perfekten Flow, so schlank und so schnell wie möglich. Ne? Es werden konsequent die Methoden eingebaut. Wie gesagt, im HVIT-Buch, also High Velocity IT, hat man zum Beispiel solche Dinge wie Kanban, Product Ownership, Scrum, DevSecOps und so weiter. Und verknüpft das mit den Practices. Das ist ein super, super Ansatz, um auch zu gucken, mit welchen Methoden macht es vielleicht sonst noch Sinn, sich auseinanderzusetzen. Ne? In V3 waren es halt oft Silos und das ist genau das, was wir nicht brauchen können. Wir können nicht, es nicht brauchen, unser Fachsilos durch Prozesssilos zu ersetzen. Dann sind wir keinen Schritt weiter. Ne? Sondern es geht immer nur um diese Value Streams. Es geht darum, dass Practices nur Hilfsmittel für Wertströme sind. Das heißt, es ist viel wichtiger, sich mit den Wertströmen auseinanderzusetzen und danach abzuleiten, wie sieht der möglichst schlanke Prozess dazu aus. Genau, hier kam noch mal eine Frage, gucke ich kurz mal nach, zum Services. Nun als Prozess anstatt Funktion gehört Bot auch zu den möglichen Automatisierungsangeboten, gibt es bei den Kunden Erfahrungsbeispiele. Also Vorsicht, ne? Service ist kein Prozess, Service Desk ist ein Practice. So. Und diese Practice können Sie ausgestalten als virtuelle Organisation, Sie können sie ausgestalten als Rollen, Sie können sie ausgestalten auch nach wie vor als Funktion. Also es ist nicht so, dass man jetzt gesagt hat, es darf keine Funktion mehr sein, es muss jetzt ein Prozess sein, sondern Vorsicht, Practice ist nicht gleich Prozess. Ein Prozess kann eine Practice sein. Das mit den Bots ist auf jeden Fall da drin. Das finden wir auch noch im Incident Management und im Request Fulfillment. Das ist ja eine Technologie, die immer weiter am Fortschreiten ist. Ja, aber Eite beschreibt die natürlich nicht in der Tiefe. Ich kann aus der Erfahrung sagen, dass das bei vielen Toolherstellern nach wie vor noch, ich sag mal, sehr, also es wird eingesetzt, also nicht nur Bots, sondern auch, sagen wir, dieses ganze Thema KI, auch für Kategorisierung und solche Sachen. Da gibt es schon ganz coole auch Ansätze, aber so ein Bot ist natürlich immer nur so gut, wie er dann auch trainiert wird. Ne? Entsprechend, aber das wird in der Zukunft noch deutlich mehr Rolle spielen. Also ja, kann man das beantworten. Aber wichtig bitte, Service Desk heißt nicht, dass es jetzt als Prozess gefahren wird, sondern Sie haben die Wahl, wie Sie es denn machen oder ungefähr, Sie haben die Pflicht, die Wahl zu treffen vorher. Ne? Wie es immer so schön heißt, mangelndes Vordenken kann durch heftiges Nachdenken nicht ausgeglichen werden. Also nicht wieder blind einem Buch folgen, das hat eh noch nie was gebracht. Ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Genau. Hier haben wir nochmal das Big Picture. Das haben wir Ihnen auch als das bei uns Plakat, das wir gebaut haben, wo man auch nochmal so diese Zusammenhänge sehen kann. Ich hole mir gerade nochmal so einen Laserpointer. Hier sehen wir, ne, die organisatorischen Ressourcen, wie ich vorhin sagte, diese Struktur, ne, die bauen Produkte, und aus beliebig zusammengesetzten Produkten entsteht mein Serviceangebot, das dann der Kunde über den Sponsor dann beauftragen muss. Und wenn der Anwender dieses Serviceangebot auch noch richtig einsetzt, dann entsteht daraus Wertschöpfung. Und wir haben hier diese deutlich erweiterten Stakeholder. Ne? Warum sagt jetzt Stakeholder Management und Relationship Management, das ist eine eigene Practice. Wir haben hier diese externen Einflussfaktoren und diese vier Dimensionen und hier dieses Zusammenspiel zwischen der Service-Value-System-Wertschöpfungskette. Ich habe auch ein Webinar, finden Sie auch auf diesem YouTube-Kanal, wo wir genau dieses Plakat einfach mal im Detail erklären, also genau wie diese Zusammenspiele zwischen Modellen sein sollten. Heute hat man gesagt, wir konzentrieren uns auf die Practices. Hier sind sie auch nochmal alle aufgelistet. Also wenn Sie Interesse an dem Plakat haben, können Sie das auch gerne runterladen. Hier ist der Link, serview.shop, aber der ist kostenlos, das Webinar. Also das Plakat kostet nur Ihre Kontaktdaten. Gut, damit komme ich zum Ende. Also, wenn wir jetzt ein Fazit haben, Eitel bringt oder Eitel 4 bringt Service Management auf einen neuen Stand, ganz wichtig. Das, was in IT oder in Eitel V3 etabliert ist, haben Sie gesehen, ist wieder übernommen worden. Also, wir finden ganz viel davon und das macht ja auch Sinn. Also, es ist ja nicht alles, was wir in der Vergangenheit gehabt haben, ist schlecht, aber wir müssen es, glaube ich, in eine andere Anwendung bringen. Wir müssen es flexibler anwenden, wir müssen es offener anwenden. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht so viel Müll produzieren, nicht so viel ja, alleine Paperwork produzieren. Und da helfen natürlich ganz viele Methoden, die sich in der agilen Welt entsprechend
gebaut haben. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie Workflow, wie Arbeit organisiert wird, vor allen Dingen in agileren Umgebungen mit vielleicht auch selbstorganisierenden Teams und solche Sachen. Das sind ja Sachen, die als Herausforderung auf das Service Management zukommen. Und dann haben wir automatisch Methoden wie Kanban, Scrum, Safe, Design Thinking und sowas, die dort dann mit hineinkommen und die werden hier mit Eitel dann doch sauber verknüpft. Also dementsprechend macht Eitel hier einen Riesenschritt nach vorne. Und kann man sagen, ist genau, sag mal, die da, oder der Schritt nach vorne, den Eitel auch entsprechend braucht. Gut, falls Sie sich damit weiter auseinandersetzen wollen, hier sind so ein bisschen mein Hinweis auf die Qualifikationen. Sind Sie heute schon Eitel-Expert, dann macht es natürlich Sinn, über die Transition zu gehen. Das ist ein 5-Tage-Training. Ansonsten gibt es zu jedem Buch ein entsprechendes 3-Tage-Training. Wir haben die zusammengefasst in Kompakt-Trainings, also dann kriegen Sie die 2 zusammen in 5 mit 2 Prüfungen. Laufen gut und super. Aber wichtig ist, dass man in diesen Kursen sich nicht so viel mit den Practices auseinandersetzt, sondern geht eher darum, wie man Eitel anwendet. Die Practices, das ist dann, wie er sagt, wie wenden Sie das an, müssen Sie selber dann ein bisschen reinschauen. Ansonsten, dieser Richtung IT-Strategie, der Kurs gibt es noch nicht. Das Buch kommt auch noch, soll Ende des Jahres kommen und dann wird es diesen nächsten Schritt auch noch geben. Prima. Ansonsten, ich weiß, das war viel Stoff, bin aber richtig trockener Mund jetzt gerade mit den ganzen Practices, aber es ist viel an uns herangetragen worden. Hey, gib uns doch mal so ein bisschen einen Überblick über, was findet man denn jetzt wo und wie muss man das einsortieren. Aber die wirkliche Veränderung und der wirkliche Mehrwert, das ist mir ganz, ganz wichtig, liegt nicht in den Practices. Also Sie könnten das mit den Eitel V3-Prozessen und Funktionen auch sauber umsetzen. Ist immer die Frage, mit welcher Zielsetzung. Also ein Prozess alleine hat keine Zielsetzung. Gut, was haben wir vor? Ach ja, YouTube-Kanal kam ja die Frage, wo kann ich mir das anschauen? Also hier YouTube, wenn Sie da Surfview eingeben, finden Sie unseren Kanal. Das sind alle Webinare der Vergangenheit aufgelistet. Finden Sie meins von jetzt auch. Auch das mit dem agile Methoden im Service Management haben wir dort. Am 25. machen wir dieses, das ist das, was ich mit dem Swarm immer auseinandersetze, also dieses klassische First, Second, Third Level Support mal entgegengestellt mit einer anderen Methode. Heißt, aber wir werden auch sehen, das wird es auch zeigen, das Webinar, es macht nicht überall Sinn. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Nicht alles macht überall Sinn. Das Thema mit den Value Streams gucken wir uns mal genauer an. Am 17. Juni. Wir haben mal auch, wie man Kanban im Incident Management einsetzen kann, aber am 31. und dann auch dieses Zusammenspiel, wie gesagt, der Produkte und Services. Was heißt das denn für die Praxis? Genau. Jetzt kommt noch eine Frage. Komme ich noch an die Präsi, die schon gelaufen ist? Schicken Sie mir einfach eine E-Mail: markus.bause@serview.de und dann, welche Präsis Sie gerne haben wollen, dann lasse ich Ihnen die zukommen. Ja? Also, wenn Sie einen YouTube-Kanal eine sehen und sagen, hey, die Präsi hätte ich gerne noch als PDF. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail und dann kriegen Sie die auch zugeschickt. Zum Download haben wir die jetzt erstmal so nicht. Prima. Dann würde ich sagen, bleiben Sie gesund. Das ist in der heutigen Zeit immer noch das Wichtigste. Jetzt steht das Wochenende vor der Tür. Ich hoffe, dass Sie nicht mehr so lange arbeiten müssen, bevor Sie ins Wochenende dürfen. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Sie finden mich natürlich auch in LinkedIn und in Xing oder halt über meine Mailadresse. Und wenn Sie auch diese Dinge nicht nur fragen haben, sondern auch diskutieren wollen, auch gerne immer. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn wir Sie in unseren Trainings oder unserer Beratung dort dann auch wiedersehen und dort treffen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie uns treu. Ihr Markus Bause. Bis dann. Tschüss.